Ich Springer für die AfD-Fraktion. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Unser ungeschützter Sozialstaat gehört zu den Hauptgründen für die Migration nach Deutschland. Oder wie der griechische Ministerpräsident Mitsotakis vor einiger Zeit sagte, Flüchtlinge laufen den großzügigen Leistungen hinterher, und er richtete sich da an Deutschland. Wovor flieht eigentlich jemand, der vorher in Griechenland, Italien, Österreich, Spanien oder Polen in Sicherheit war? Also da, wo viele Menschen dieses Landes Urlaub machen. Ich glaube, hier ist es wichtig, dass wir uns mal ehrlich machen. Wer über diese Länder zu uns nach Deutschland kommt und hier an der deutschen Landesgrenze Asyl ruft, der ist kein Schutzsuchender, der ist ein Sozialleistungssuchender. Und genau dieser Entwicklung müssen wir einen Riegel vorschieben. Und das erfordert die Umstellung von Geld auf Sachleistung. Das ist längst überfällig. Die Bezahlkarte für Asylbewerber ist jetzt ein winzig kleiner Schritt in die richtige Richtung. Aber insgesamt ist, so ernst die Debatte doch ist, der Antrag der CDU-CSU-Fraktion lächerlich. 80% der Deutschen haben die Nase gestrichen voll von dieser Migrationspolitik. Und Sie zanken sich hier im Deutschen Bundestag darüber, ob es nun ein Bundesgesetz braucht oder ob es nicht doch über die Ländergesetze, über die Landesgesetze geht. Sie beschweren sich über die Blockade der Grünen. Allen Ernstes? Sie von der Union müssten doch inzwischen wissen, dass die Union die Zuwanderung nicht beschränken will, dass die Grünen die Zuwanderung in die Sozialsysteme nicht stoppen wollen. Sie müssten doch schon längst wissen, dass die Grünen dieses Land hassen. Die Grünen hassen Land und Volk. Und deshalb ist die beantragte Debatte Heuchelei. Und sie ist auch Heuchelei, weil Sie 16 Jahre lang Zeit hatten, diese Probleme zu lösen. Sie haben aber exakt das Gegenteil getan. Sie haben die Schleusen aufgemacht. Wie oft haben wir als Alternative für Deutschland in den letzten 10 Jahren, in den Kreistagen, in den Landtagen und hier im Deutschen Bundestag gefordert, dass es endlich Sachleistungen statt Geldleistungen für Asylbewerber geben muss? Und was haben Sie getan? Sie haben es in jedem einzelnen Fall abgelehnt. Und das ist Heuchelei, was Sie hier tun. Sie gaukeln den Bürgern vor, sie sind an einer Lösung interessiert. Aber ihre einzige Motivation, und Sie sagen das auch noch, ist, das Erstarken der AfD zu verhindern. Ihre einzige Motivation ist, den eigenen Machtverlust zu stoppen. Ich sage Ihnen, Sie wollen die Einwanderung in die Sozialsysteme gar nicht ernsthaft aufhalten. Sie wollen auch nicht ernsthaft die Überfremdung dieses Landes stoppen. Sie wollen auch die Bürger dieses Landes nicht schützen. Sie lieben dieses Land nicht. Was Sie lieben, ist Ihre Macht und Ihre Mandate, und das ist schäbig. Und wir werden es sehen. Sobald sich für Schwarz-Grün hier eine Mehrheit und eine Chance bietet, dann werden Sie sich den Grünen wie billige Konkubinen an den Hals werfen. So wird es kommen. Und ein Wort zu den Grünen. Sie fordern, Sie sagen, Sachleistungen für Asylbewerber seien diskriminierend und stigmatisierend. Aber ich frage mich, was ist eigentlich mit der Diskriminierung der Einheimischen? Was ist eigentlich mit denen, die hart arbeiten, die früh aufstehen, die Steuern zahlen, am Ende ihres Monats gerade noch so die Heizkosten hinbekommen und dann sehen, wie jeder dahergewanderte Migrant im Bürgergeld landet und alles übernommen wird? Was ist mit dieser Diskriminierung? Schämen Sie sich für diese Politik? Und ein Wort zum Schluss. Die Geldkarte, ich sagte, es ist ein kleiner Schritt in die richtige Richtung, aber löst insgesamt doch das Problem nicht. Was wir brauchen, sind Grenzkontrollen, ist der Stopp der illegalen Einreise. Was wir brauchen, ist entschlossene Remigration. Deutschland darf kein sicherer Hafen sein. Nicht für kriminelle Ausländer, nicht für Integrationsverweigerer und nicht für diejenigen, die sich hier in unserem Sozialstaat einrichten wollen. Die Anreize zur Einwanderung in unsere Sozialsysteme bekämpft man nicht mit einer Geldkarte, sondern mit einem strikten Sachleistungsprinzip. Und das heißt Brot, Bett und Seife für Asylbewerber. Und wer dann noch kommt, der ist wirklich schutzbedürftig. Dankeschön. Das Wort erhält Andreas Audrich für